zur Einstimmung aus den gesammelten und kommentierten Werken von Valdan vor, und zwar über die Erschaffung dieser Welt. Wir streiten um unseren Platz in der Geschichte, doch unsere Ahnen leben in Legenden, so wie ihre Ahnen in Mythen leben. Wir sind die Erben unserer Ahnen. Vieles bleibt uns verborgen, weniges hat die Zeit überdauert. Die einzige Überlieferung, die aus der schemenhaften Dunkelheit unserer Mythen bis in die Gegenwart greift, ist die Geschichte der drei Urgötter. Sie hatten das vorangegangene Zeitalter beherrscht. Über jene Menschen, die sie angebetet haben, wissen wir hingegen nichts. Doch alte Schriften sprechen von einem himmlischen Krieg. Sie berichten, wie alle drei Weltenlenker um die Vorherrschaft kämpften, denn jeder von ihnen war davon überzeugt, dass es für die anderen zwei keinen Platz am Himmelszelt gab. Am Ende prallten sie in einer entscheidenden Schlacht aufeinander und das nächtliche Sternenzelt erstrahlte heller als der sonnigste Tag. Die drei Urgötter verschwanden, zerschmettert von ihrer eigenen gebündelten Kraft. Aus der alles vernichtenden Urgewalt der drei alten Götter wurden 9 neue Gottheiten geboren. Wir alle kennen und heiligen ihre Namen. Die männlichen: Tianol, Drukal, Seitan, Gatmon. Die weiblichen: Thäl, Niobe, Klea, Ekate. In ihrer Mitte die oberste Gottheit in Tiergestalt, unser aller Gebieter Archon. Und die 9 stiegen herab, um unter den Menschen zu weilen. Kein Gott sollte mehr Menschen wie Spielsteine über ein Brett schieben, ohne Anteil zu nehmen an ihren Nöten und Sehnsüchten. Das Reich Shankare wurde von ihnen erschaffen, ein Land von märchenhafter Schönheit, von dem heute niemand mehr weiß, wo es sich befand. Es war ein magisches Reich, in dessen Hauptstadt der Palast der 1000 Winde von den 9 erbaut wurde. In diesem Tempel standen 9 Throne, von denen aus die Götter die Welt regierten. Hier wurde den Göttern geopfert, in ihrer Anwesenheit. Eine Blütezeit brach an und währte, doch die Bewohner von Shankare waren vergiftet vom Wetteifer der alten Götter und schrieben allzu gerne ihre Erfolge sich selbst zu. Sie fragten die 9 immer seltener um Rat, denn die Antworten entsprachen oft nicht dem, was sie hören wollten. Die Menschen flüsterten heimlich, dass ihre Götter überflüssig seien, da einzig der Mensch über die Welt herrschen sollte. Im Geheimen schmiedeten sie einen Plan zum Sturz der 9. Sie wollten die Göttlichen auf die Probe stellen. Also schossen sie einen Pfeil auf den Mond, versehen mit einem langen Seil. Die Frevler wollten den Mond einfangen und langsam auf die Erde holen. Sie planten, ihn nach Bentai zu tragen, in den göttlichen Thronsaal zu legen und zu sagen: Seht, was wir geleistet haben. Wenn ihr mächtiger seid als wir, nehmt den Mond und setzt ihn zurück an seine alte Stelle am Himmel. Denn niemand hatte jemals die Götter bei der Ausübung eines solchen Wunders erlebt. Während der Mond immer näher kam, erwies er sich als größer als angenommen. Tausende zogen an dem Seil, doch der Mond widerstand und zerrte zurück. Als schließlich das Seil riss, stürzten die Menschen und die Erde bebte. Bis dahin ungesehene Stürme brachen los und Wellenwogen, so riesenhaft wie Berge, überfluteten nahezu das gesamte Land. Da traten die 9 Götter vor die Tore ihres Palastes und der allmächtige Archon sprach: Von diesem Tag an sollt ihr nicht mehr die Segnungen unserer Macht genießen, sondern euch in einem fortwährenden Kampf mit der Natur befinden. Ohne unsere schützende Hand werden eure Frauen in Schmerzen gebären und eure Alten auf allen 4 kriechen. Eure Ernten werden misslingen und erbarmungslose Ungeheuer eure Kinder rauben und schänden. Erst
Wenn auch der Letzte die Eitelkeit und die Gier in seinem Herzen erkennt und bereut, werden wir zurückkehren. Bis dahin wird euer Leid andauern. So sprach Archon, der affenköpfige Tiergott mit den drei Hörnern und der oberste aller Götter. Und die Neun verließen die Welt. Von da an bewohnten sie das für uns unerreichbare Ipokun, griffen in des Menschen Schicksal nur noch aus der Ferne ein und wurden uns zu Geistern. Noch lange tobten Stürme und Erdbeben, Ebenen erhoben sich und Ebenen versanken. 4 lange Jahre regnete es unaufhörlich und Vulkane spien glühende Asche und alles verschlingende Lava. Über 60 Jahre sah niemand tagblauen Himmel oder nächtliche Sterne. Als sich die grauen Wolken zum ersten Mal wieder lichteten, erblickten die Menschen, was sie angerichtet hatten. Verwundet hing nun der Mond am Firmament, näher und gewaltiger denn je zuvor. Geübte Augen sehen immer noch Trümmer um das Gestirn kreisen. So wissen wir den Mond bis heute und deshalb nennen wir ihn den stillen Maler. Schließlich verstummten die Gewalten der Natur und die Überlebenden, die Zuflucht auf den Gipfeln der Gebirge gefunden hatten, kehrten in die Täler zurück. Seitdem opfern die Bewohner von Neroe zu den neuen Geistergöttern in Erwartung ihrer Rückkehr. Doch die Neun sind ohne Eile und des Menschen Lebensspanne ist nur ein einzelner Schlag ihrer Augenlider. Dankeschön. Und jetzt...